Dann wollen wir die Holzplanken mal zu ihrem Ziel bringen, würde ich sagen. Ich wette mit euch, wir brauchen da eh wieder so 6, 8, irgend so eine Späße lassen sie sich bestimmt wieder einfallen. Patrick, Grüße! Alles gut bei dir! Diese miesen Steine. Oh, Vorsicht, Vorsicht! So, dann bitte einmal nach rechts. Und dann, wie Princeps vorhin geschrieben hat, bei der Tanke links. Bei der Tanke bitte einmal links. Wir müssen da bestimmt noch mehr Holzplanken holen. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten. Bin mir sowas von sicher. Alles bestens, hoffe bei dir auch. Ja, soweit alles gut, Patrick. Soweit ist alles gut. Na, haben wir sie, die Tanke. Sehr gut. Also am Rand. Läuft. Dann glaube ich, erste Brücke, ne? Ist da, warum das so kalt ist? Weil ich hier das Fenster offen habe. Oh. Ist ja logisch. Ist doch logisch. So, und dort dann links, rechts meine ich, oder? Ach, ich habe mir doch Markierungen gesetzt. Die sollten mich doch dahin bringen, wo es hingehen soll. Ja, regnerischer Tag, Licht an, kann's ja nicht werden. So. Achso, über die Brücke noch und dort dann rechts. Ja, genau bei die. Christian, 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 Christian! Da fahren wir ein bisschen, zu flotte Leute. Ja, yes, man, bis dann, reingehauen. So, dann versuchen wir hier mal runter zu fahren. Okay. Gibt es dann quasi zur Not auch noch Stahlträger, nehme ich mal an. Einmal die Stunde geht meine Verbindung weg. Ist total faszinierend. Einmal die Stunde. Fasziniert, einmal die Stunde geht die Verbindung weg. Wer hat hier ein Follow dagelassen? Der gute Nursty. Ich danke dir, ich grüße dich. So, kurz bevor die Verbindung hier abgekackt ist, haben wir gesehen, wir brauchen ganze 8 Holzplanken hier. Jetzt müssen wir quasi gucken, wo wir hier überall, ja, Holzrahmen haben. Oh, hier ist eine Sägemühle. Aha! Aha! Da ist eine Sägemühle. Puh, da müsst man. Guck mal, hier ist ein Generatorbereich, aber kein Generatoranhänger.
Anscheinend müssen wir in die Sägemühle. Mit dem Generator. Ja, schon wieder weg. Genau nach einer Stunde. Nach einer Stunde, Scampi Joe. Da kackt die Verbindung immer ab. Faszinierend, ne? Leute, wir müssen mit einem Generatoranhänger hier hin. Naja, nützt ja alles nichts, ne? Dann werden wir den mal bergen. Du fängst ja heute oft an. Ja, stündlich möchte man sagen. So, dann nehmen wir jetzt halt hier mal einen Generator mit. Vor allem fahren wir da eigentlich in nicht erkundetes Gebiet. Wir sind ja quasi fast Rebellen. Und Chris an der Stelle natürlich. Sag ich mal, einen wunderschönen guten Tag. Seit wann ich streame? Also ich sage jetzt mal mit Abbrüchen. Also der Stream läuft dann so an sich jetzt in 2 Stunden und 15 Minuten ungefähr. Von denen wirst du noch ein paar mehr brauchen. Das glaube ich. Das glaube ich. Faszinierend, ne? Einmal pro Stunde geht die Verbindung weg. Warum ist das so? Ja, 2 Stunden Snow One hast du verpasst. Junge, Junge, Junge. So, wie fahre ich denn jetzt? Bei der Tanke links auf jeden Fall. Hat man ja heute schon. Und dann irgendwie hier lang. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwie zur Sägemühle dort kommen. Muss man sowas jetzt halt hier auch noch mit beachten. Es wird quasi immer komplexer. Schon so eine ganz schöne Kiste, so ein Generator hier, wa? Aber was tut man nicht alles? Na! Vorne ist doch schon die Tange. Oh, schön ausholen, ne? Bin ich mal gespannt. Nicht, dass ich den Generator jetzt umsonst mitgenommen habe. Warte mal die Großaufträge ab. Hast du deinen Spaß mit Material reinzuschaffen? Oh, Chunk, du machst mir richtig Mut gleich wieder. Du machst mir richtig, richtig Mut. Aber Challenge accepted, sage ich dazu. Und es ist schon wieder mal dunkel. Wir haben immer Nachtschicht, habe ich das Gefühl. Sie. Bin gerade dabei im Übrigen. Ah, okay, wegen dieser Großaufträge. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Chunk, was uns hier noch erwartet. In Wisconsin.
Kann man da nicht meditieren bis zum nächsten Morgen? Man kann, an sich schon. An sich hast du gar nicht so unrecht. Es kommt wieder der Witcher-Fan hoch. Man kann ja die Zeit überspringen, ne? Aber ich sag mal, man will ja auch nicht immer nur im Helm fahren. Man kann ja auch mal so ein bisschen den Uhrzeitenwechsel, den das Spiel bietet, auch genießen. Die Arbeit geht ja so schnell nicht aus. Nee, Nadrek, nee. Das auf keinen Fall. Oha. Schön bei den Masten hier versuchen zu bleiben. Oh, hauer, hauer, ha. Gut Ding. Will Weile haben. Ach, schaff ich doch niemals bis zu dem Mast da vorne. Aber er fährt. Ja, Yukon habe ich ja im Prinzip auch noch, das stimmt. Aber ich sag mal, das ist doch kein Wettkampf. Platin habe ich ja. Die ist ja da. Ja, Yukon spaßig. Also Yukon finde ich das ja eigentlich schon fast übertrieben. Mit dem, was du dort an Materialien hin und her fährst. Ich, so wie du das schon wieder beschreibst, wird das hier nicht großartig anders sein. Sind wir doch durchgekommen durch die Matschscheiße hier. Ist doch schon mal gut. Ist doch schon mal gut. Sag mal, da vorne steht ein Wolf. Leute. Tiere. Rennt der hier? Da ist er weg. Habt ihr gesehen? Da war er weg. Yukon ohne Bug. Oh Gott, was hast du da für einen Bug gehabt? Ach je. Oh, was ist denn Jens? Oh, oh. Wir helfen dir bei Bedarf, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Werde ich bestimmt auch in Anspruch nehmen. Oh, Leute. Na ja, so ein mieser Stein. Du spielst Marvel Avengers, hat mir ja auch ziemlich gut gefallen. Aber wie es immer so ist, man kann irgendwie nie auf allen Hochzeiten tanzen. Ey, was tue ich mir hier eigentlich gerade für einen Weg an? So, wo will ich hin? Ah, das ist ja ein Schienensystem dort. Kommen wir dann hier irgendwann mal rechts? Ja, uns bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, als den Weg jetzt erstmal weiter zu fahren. Aber kommt hier auch lang.
Tja, das ist natürlich das Problem. Ich fahre mal hier lang. Sieht mir ein kleines bisschen befestigter aus. Aktuell muss ich aus einem Park flüchten. Dabei laufe ich ständig Polizisten in die Arme. Voll nervig. Oha! Oha, Chris. Hä? Nein, eine Brücke! Hier, eine Brücke! Warum? Warum? Stahlträger. Okay, okay, aber warte mal, 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 warte mal. Naja. Die möchte mal... Die möchte mal schon wieder aufbauen. Stahlträger, was ja jetzt nicht so schlimm ist, weil wir haben hier eben einen Metallrahmen. Und hier hinten auch. Also Leute. Das snack mal doch hier unseren Twin-Steer ein. Ach, 4 Stahlträger. Wollen wir es echt mit dem Kollop versuchen? Leute, genau deshalb habe ich den da stehen lassen. Was dann hier wenden irgendwie? Na, das wird ja ein Spaß. Okay. Wir fahren erstmal. Oh Gott, ob das was wird? Hier alleine schon lang zu fahren mit diesem Schweineanhänger. Das wird ja irre. Ich weiß nicht, ob wir uns zu viel zumuten jetzt. Aber ich würde es gern mal riskieren. Vielleicht fange ich auch. Nee, ich will mit weniger Last dort durch diesen Schmodder dort fahren. Schön ausholen. Haben sie dort tatsächlich noch eine Brücke für uns im Petto gehabt? Wahnsinn. Ah ne, Brücken müssen fertig werden. Die Serpentine würde ich melden. In Fahrtrichtung links gibt es einen Weg am Ufer entlang, der ordentlich ist. Okay. Ja, schon fast zu spät. Versuch's mal, Rolf. Da kämpft da wieder der Kollob, ne? Gott, hier sind aber viele Schilder. Oha. Das habe ich mir aber fast schon gedacht. Muss ich nach hinten gucken.
Wow! Okay. Da können wir auch gleich mal tanken. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so blöd. Rauf geht's nicht mehr. Oh, verdammt. Wenn ich mir ganz, ganz viel Mühe gebe. So. Laterne, Laterne, aber es geht. Ah, kommt er hier rum? Fährt er das? Mit viel Mühe hat es bei dir auch geklappt, machst du aber nie wieder. Ach du Scheiße, na, ihr gibt mehr Mut jetzt. Schläft er jetzt ein Not am Steuer oder was? Ich bin richtig mutig mit dem Anhänger gerade und ich habe jetzt hier auch gerade richtig Schiss. Ich versuche das jetzt echt einfach. Da waren schon ganz schön viele Steine. Schlimme Stelle ist beim nächsten. Obwohl die es schon in sich hat. Oh. Ihr macht mir alle so Mut hier. Den Daniel, hör auf. Ich versuch's einfach mal. Ich merk schon. Problem ist, ich muss irgendwie mal so ein bisschen ausholen. Nee, nee, du! Warte mal ganz kurz. War das jetzt nur dieser eine beschissene Steinbote?
aufgerastet. Scheiße! Komm! Komm! Ach Gott, wie soll das denn gehen? Oh! 9 Meter! 9 Meter! Oh! Ja! Ha! Um die Ecke gedrückt! Ich bin glücklich! Haha, sehr gut! Gut, okay. So, erstmal Luft holen. Wir müssen nämlich hier so rechts, genau. Dann hier so links nunder. Du bist echt eine dufte Brummifahrer. Ja, man tut, was man kann. Man tut, was man kann. Alles nur für die Eisenbahnbrücke. Komm! Komm! Ja, der Kollop ist schon was Feines, hab von dem ein Mod mit erhöhter Federung und mehr Reifenauswahl etc. Ah, okay. Ich sag mal, der Kollop, ich hab ihn ja durch den lieben Chunk erst hier so richtig schätzen und lieben gelernt. Es war doch, wo wir am Kopfsee dort rumgefahren sind, Chunk. Da hast du dann immer gesagt, versuch das doch mal mit dem Kollop. Mach das doch mal mit dem Koller. Und er sollte recht behalten, der gute Chunk. Mal ein bisschen ausholen, ja. Und hier würde ich ja eigentlich gern gleich rückwärts reinfahren wollen. Ach, ich wende unten irgendwie. Ach, hier ist doch genug Platz zum Wenden. Hat der Standard-Kollop nicht ein verstellbares Fahrwerk? Das weiß ich gerade nicht. Nee, der hier nicht. Der auf keinen Fall. So. So einen Abhang runter? Nee, 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 nee. Ah. Junge, 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 Junge. Guck mal in die Funktion, vielleicht musst du das Upgrade noch finden. Anscheinend. War ein Upgrade aus dem Yukon. Ah, und siehst du, Yukon bin ich ja ein bisschen faul gewesen. Oh Gott, wird das was? Leute, das wird doch nichts. Schön ausholen, Christian. Schön ausholen. Nicht nach hinten gucken. Einfach nicht nach hinten gucken. Sag mal, fahre ich überhaupt richtig? Na klar! Oh, da muss ich ja übelst durch die Matschepampe durch mit der Scheiße. Oh!
Ja, okay. Okay, Leute, wir haben ja den Arzthof, der dann vielleicht so ein kleines bisschen unterstützen kann. Oh, das wird ja noch bitter jetzt. Das war ja nur der halbe Streich. Oha. Oha. Diese ganze Matsch-Scheiße. Ah, das war ja schon wieder total verdrängt. Ist das eine Abkürzung? Nee, nee. Nee, nee. So, wir nehmen den Grip der Wiese. Die gleich nicht mehr da ist. Oh, das wird jetzt böse. Okay, hier sind schön viele Baumstümpfe. Tja, Leute, was soll ich sagen? Kämpfen! Kämpfen, drücken, zerren. Oh. Ich bin gerade ein kleines bisschen überrascht. Nö. Oh. Schau an, guck. Wer hätte das gedacht? Er kämpft. Wie ein Mann. Boah, sieht das gut aus? Boah, sieht das gut aus? WB über WB. Können wir so den Fahrer mal ein bisschen angucken? Ja, da kämpft er, ne? Aber Hauptsache Mütze hat er auch, das ist wichtig. Och, ab auf die Straße mit dir. So, Leute. Schlimmste haben wir hinter uns. Rechts hier. Na komm! Na komm! Ah! Sweet Chuck, ich danke dir für dein Follow. Herzlichst willkommen. Gleich noch eine halbe Stunde bis zum nächsten Abkacken vom Stream. Ja! Jetzt schaue ich auf drei Streams gleichzeitig Christian zu. Okay. Aber Leute, ich sag euch gleich, ewig mache ich dann heute nicht mehr. Weil eh so ein spontanes Ründchen. Und für so ein spontanes Ründchen bin ich schon wieder ganz schön lange am Stissel hier. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Ömer, kann ich dir jetzt auch nicht so verwehren. Ich kann es irgendwie so ein kleines bisschen nachvollziehen.
Wir sind gleich da. Und der Gefanabolik, Gef oder Gefanabolik. Danke für den Follow. Herzlich willkommen. So Leute. Auch diese Brücke ist fertig. Wieso stand da gerade Stufe abgeschlossen? Warum? Warum? Jetzt wollen die hier nur Betonplatten.